Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed. Ja, nicht lange schnacken, sondern hier wieder jemanden retten. Kriegt ihr gerade schon wieder derbe aufs Maul. Haben nicht mehr so viel, dann haben wir Akon auch fertig. Also, die zweite. Information zu William haben wir schon genug. William, Wilhelm. So. Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. Gütiger Gott, was ist passiert? Zwei Türme bleiben noch. Ich bin da. Danke. Also wenn wir anständig die Leiter nehmen, tun die uns scheinbar nichts. Wie im Film. Vorbeigelaufen. Zack. Gleich in den Hals geworfen, das Teil. Als hätte ich mein Leben lang nichts anderes gemacht. Ich war früher bestimmt auch mal Assassine. Möge der Weg auch steinig. Na, guck, hier haben noch einen Informant. Und der Prüfungen viele sein. Wisset, dass Gott über euch. Bestimmt der, an dem wir gerade vorbeigelaufen sind. Ich brauche Elfen. Ich habe Hunger. Ich habe Interesse an meinen Waren. Wieder zurück, Alter, ihr. Ihr braucht immer jemanden, der eure Drecksarbeit verrichtet. Dieses Mal hat Al-Mualim nichts befohlen. Nur für mein eigenes Vergnügen bitte ich euch, einige Massia-Flaggen zu finden, die ich in Richards Viertel versteckt habe. Bitte kommt baldestmöglich zurück, denn ich habe etwas für euch. Es sind wichtige Informationen. Aber dieses Mal versucht schneller zu sein. Was zum Teufel macht er da? So, ich hätte einfach da hochgekonnt. Was in Gottes Namen treibt er da? Gute Güte. Zutritt zu Eure Arbeit zwingt mich, meine Meinung über euch zu ändern, Alter, hier. Hier ist alles, was ich über Wilhelm von Montferrat weiß. Er und Richard hatten eine Meinungsverschiedenheit, bevor der König gen Jaffa aufbrach. Seitdem bleibt Wilhelm in seiner Zitadelle, umgeben von seiner Armee. Glaubt ihr, dass ihr ihn in dieser beschützten Umgebung angreifen könnt?
Klar. Ja, wir werden es sehen, aber noch zweifle ich. Ich glaube, hier müssen wir dann später hin. Ah, sorry, Bro. Sorry. Nein. Alles cool. Ich gehe schon. Tu as un problème? No problem. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ich hoffe, ich komme hier irgendwo hoch. Eventuell. Sieht schlecht aus. Immer weiter hoch. Ich hoffe jetzt nur, dass hier kein Soldat ist. Hätte ich vorher vielleicht checken sollen. Das wird gleich wieder ein Spaß, wenn wir hier runterspringen. Zutritt verboten! Hinfort mit euch! Ist wahrscheinlich nicht so klug, hier eine Schlägerei anzuzetteln. Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Soyez vigilant. Haltet ein, bitte. Ihr tut mir weh. Was willst du? Vorsicht jetzt. Mekulle. Ihr seid ein toter Mann. Leben. Hilfe. Danke, mein Mann. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Allmächtiger Gott! Dies sind wirklich düstere Tage. So, jetzt müssen wir ganz zurück hier hin. Haltet eure Augen offen! Er wird bestimmt wiederkommen! Einmal schon habt ihr ihn verloren! Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen! Versucht, an mir vorbeizukommen!
Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Haltet eure Augen offen. Er wird bestimmt wiederkommen. Wieder einer weniger hier oben. Warum macht er das? So, weg hier. Hört her! Heute und nur heute! Nein, bitte gebt nicht einfach! Nur ein paar Stunden, bitte! Gebt nicht auf! Ohne unsere Hilfe können Richard und seine Mann... Warum gibt es eigentlich keine Schnellreise dahin? Fürchtet euch nicht! Furcht und Zweifel sind die Waffen unserer Feinde! Hört nicht auf ihre Lügen! Vergiftete Worte, die nur die Saat der Verwirrung säen! Solltet ihr euch versucht fühlen... Kriegt man da Konditionsprobleme? Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm. Meine Familie ist sehr krank. Alter, ihr, was führt euch so bald wieder zu mir? Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nah. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Okay. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule vor zum aktuelleren Gedächtnis ab. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Anstatt nachdem sich Wilhelm und König Richard getroffen haben. Er wird abgelenkt sein. Oh, das ist bestimmt wieder am Arsch der Welt da hinten. Sag ich doch. Praktisch da, wo wir gerade hergekommen sind. Schert euch fort! Gibt es einen Grund für diesen Un... Jetzt machen wir oben weiter. Die Flagge war jetzt eher aus Versehen.
Mann. Hoch. Gemeinsam obsiegen wir. Schande über Saladin! Schande über sein ganzes Volk! Wir kamen in Frieden in das heilige Land, um die Botschaft unseres Herrn zu verbreiten. Doch sie wendeten sich ab. Hier finden wir alles, mein Freund. Es gibt nichts, was ich nicht habe. Kommt, Leute, und seht mein Angebot. Ihr werdet euren Augen... Hör, ich entferne mich doch. Tausend Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akron, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten, eure Hoheit. Unsere Hoheit. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, mein Herr. Der Rest von euch, folgt mir. Wo ist er denn hin? Schert euch fort! Bevor ich euch wegjagen muss. Fuck. Ihr habt ja nichts zu suchen. Geht. Il n'a pas pu quitter la ville. Alors restez aux aguets. Prévenez-moi, si vous l'apercevez. Ich habe mit dem König gesprochen. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ach, geht! Er beschuldigt uns, unsere Pflicht verletzt zu haben. Prévenez-moi, si vous l'apercevez. Nicht, was wir für das Wohl unserer Sache getan haben. Welch Schande! Was weiß er denn schon? Er irrt sich! Ruhe! Ruhe! Richtet euch! Ja, er irrt sich. Vorwürfe liegen auf nicht jeder Grundlage. Es ist leicht, bei einem Rundgang hier Fehler zu finden und Mängel zu erblicken. Ich fürchte, wir sind faul und träge geworden. Nein! Wir sind euch ergeben! Warum sagt ihr das? Ich sehe, wie ihr übt. Euch fehlt es an Hingabe und Beharrlichkeit. Ihr schwatzt und spielt. Und euch übertragene Pflichten werden schwerlich oder gar nicht erfüllt. Wann wird er nur mit diesem Unsinn das aufhören? Endet am heutigen Tag. Ich lasse mich nicht weiter von ihm erniedrigen. Ob ihr mir zustimmt oder nicht. Und das solltet ihr.
Es ist eure Schuld. Lass den Assassinen nicht lebend entkommen. Nehmt einfach mit euch allen auf. Komm! Bin die Rache Gottes! Ihr könnt mir nicht entkommen! Sind auf jeden Fall ein paar. Wir machen Abflug. Immer wenn einer geht, kommt ein neuer dazu. Jawohl. Ruht aus. Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akon gebührt keinem von ihnen. Wem da? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten, außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Irgendwas läuft hier wirklich schief. Höre den Thron Gottes! Griffin, hol's one!
Finger dir zu weh. Vielleicht findet uns keiner, wenn wir einfach hier bleiben. Heuhaufen oder so wäre nicht schlecht. Ja, so ein Hütchen geht auch. Oh, ich dachte, der springt ins Wasser. Ich wollte gerade heulen. Ja, noch mal gut. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Sie will das richtig so aufzwingen, so. Aber ich brauche Geld. Gott sei Dank, gleich bin ich da. Was führt dich hier? Wilhelm von Montferrat ist tot und mit ihm seine Ränkespiele. Es war gut, Akon vor seinem Griff zu bewahren. Aber warum jetzt, wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen? Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein. Es war die rechte Zeit für ihn zuzuschlagen. Seltsam. Ich war sicher, er wollte Akon für Konrad. Aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei. Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mualem besprechen. Ja, mein Freund. Eilt nach Masyaf. Er wartet sicher sehnlichst auf euren Bericht. Auf geht's. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Jetzt
Ziel wurde eliminiert. Nur einen Block gibt's hier jetzt noch. Ja. Wenn sie entdeckt wurden, schlagen sie Haken oder klettern sie über Gebäude, um den Sichtkontakt zu den Verfolgern zu unterbrechen. Schon hart, wenn man die ganze Zeit hier Aufträge erfüllt und hinterher stellt sich dann wahrscheinlich raus, dass ich die ganze Zeit die falschen Leute platt gemacht habe. Hammerhart. Tretet vor, Alter, ihr. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, den zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine. Non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer. Statthalter. Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Altair, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Altair, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist? So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Welche diesmal? Altair. Ja. Bevor ihr geht... Jo. Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Was habe ich denn gekriegt? Rang 6, eine neue Waffe erhalten. Extra Wurfmesser. Ah! Da am Bein. Da unten. Oh oh. Was Gott erbarme dich, er ist verrückt. Ich komme, ihr Anfänger. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Messer werfen, das hatten wir ja alles schon. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe.
So ist es. So, wir haben uns natürlich auf ein neues belätschern lassen hier von unserem guten alten Al-Mualim. Aber was soll's. Wir werden weiter ganz dumm und blauäugig unsere Aufträge erfüllen. Und anschließend werden wir dann sehen, was bei rumkommt, oder? Das hat ihn wohl so aufgeregt. Wovor flieht dieser Narr denn? Hoch. Gut, Stulli. So, jetzt geht's ab zurück nach Jerusalem. Was für ein Arschkopf uns dort wieder erwarten wird. Jerusalem. Und danach geht's wieder zurück nach Damaskus. Lassen Sie sich Zeit. Akon. Durch langsame Bewegungen erregen Sie weniger ungewollte Aufmerksamkeit. Und dann wieder Jerusalem. So ist der aktuelle Fahrplan. Immer so viele Menschen ab. Was ist denn hier los? Entschuldigung. Nee, ich hab dich nicht gesehen. Ui. Oh, runter. Runter. Guck, sogar Stulle hat uns nicht mehr erkannt und direkt Angst gehabt. Praktisch unsichtbar. Oder theoretisch sind wir unsichtbar. Warum so eine epische Musik? Was ist los? Danke fürs Reinbringen, Freunde. Nein, ihr versteht es nicht. Ach, du schon wieder. Ich hab auch nichts. Deine Schwestern wissen das. Frag die. Die haben auch von mir nichts gekriegt. Den Typen zieht der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Salah al-Din reitet ihm entgegen, um diese barbarischen Taten zu rächen. Ich verstehe nicht, was er damit erreichen will. Gepriesen sei sein Name. Mit uns ein. Nein. So ein komischer Kauz. Komisch ist nicht das richtige Wort. Friede sei mit dir, Malik.
Wenn er doch nur auch mit dieser Stadt wäre. Womit belästigt ihr mich heute? Al-Mualam hat Majdadin dem Tode geweiht. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Salah al-Dins Abwesenheit hat die Stadt ohne rechten Führer hinterlassen. Und Majid ad-Din hat sich selbst auserkoren, diese Lücke zu füllen. Durch Angst und Einschüchterung bekommt er, was er will. Er hat kein wirkliches Anrecht auf diese Position. Das wird heute enden. Ihr urteilt vorschnell. Es ist kein gewöhnlicher Sklaventreiber, über den wir reden. Er beherrscht Jerusalem und wird schwer bewacht. Ich schlage vor, ihr plant euren Angriff sorgfältig. Lernt eure Beute erst kennen. Mit eurer Hilfe werde ich das. Wo sollte ich mit der Suche beginnen? Was ist geschehen? Ihr bittet mich um meine Hilfe, anstatt sie einzufordern? Ich bin beeindruckt. So sprecht er. Wie ihr wünscht. So würde ich es machen. Zuerst sucht im Südwesten, nahe der Moschee. Danach wendet euch weiter gen Süden. Dort sind zwei Orte, die euch interessieren sollten. Die südliche Kirche ist der eine. Ein weiterer liegt in den Straßen bei einer Synagoge. Danke für euren Rat. Verderbt es nicht, Altair. Wie könnte ich? So, Südwesten hat er gesagt. Hier, oder? Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich würde jetzt mal tippen, dass es da ist. Nein, geht nicht. Du als jemand sollte ihn aufhalten, bevor er sich Warum würde jemand so etwas tun? So, wir brauchen einen Turm. Dieb! Elender Rup! Haltet bitte ein! Ihr tut mir weh! Dieb! Elender Rup! Da ist einer. Ihr tut mir weh! Hört auf! Also das ist jetzt der Einzige, den ich sehe. Dieb! Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Bitte, eine kleine Spende. Voll auf den Kopf. Lasst mich gehen. Ich habe nichts verbrochen. Die elender Rupp. Ich komme gleich und helfe dir. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Hier geht's oft ganz entspannt hoch. Hallo Vogel. Scheiße. Nein, guck in die andere Richtung. Guck in die andere Richtung. Jawohl, sehr gut. Guter Mann. Eins von sechs. So, dann wollen wir mal hier. Zurück davon, der Waffe ist verbrochen! Wunderliche Stirn! Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Oh, was? Machen wir hier weiter, oder? Der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen. Was ist denn getan? Und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Oh, wie schrecklich. Salah al-Din reitet. Ihr
tut mir weh! Hört auf! Haltet euch fern von mir! Euer Leben ist verloren! Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Tez dur! Kime boyun eğmek istiyorsun? Kime boyun eğmek istiyorsun? İnnehu yadırı kunatsa! Kumudu alay! Mann! Komm. Nicht anfassen, Freundchen. Was denkt dieser Mann sich nur? So sei es. Der Herr deiner Seele gnädig sein. Du willst sterben? So sei es. Du wirst ihm nicht entkommen. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Was ist das? Was ist hier geschehen? Sorry, Bro. Du bist ein Nichts. Dein Gott hat dich verlassen. Bitte. Ihr seid hier nicht erwünscht, geht! Bitte. Bitte. Der Herr ist mit uns, alter Mann. Scheinbar schalten wir immer für den letzten Balken ein frei, wenn wir hier was machen, oder? Söhne des Herrn. Ich flehe euch an. Ketzer. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte! Ihr tut mir weh! Jetzt endet dein Leben. Der Herr ist mit uns. Euch hole ich mir. Nein! Wie? Komm. Stirb, Ungläubiger. Du entkommst mir nicht. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr.
Ich werde Ihnen diese Geschichte erzählen, damit Sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Das sieht auf jeden Fall komisch aus. So, hier. Das sind wahrlich dunkle Tage. Oh, wie konnte das nur passieren? Es ist nicht weise, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich habe nichts verbrochen. Jetzt kostet dich den Kopf. Leben. Euer Leben ist verwirkt. Kommt der denn her? Jemand. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt Was? Wird von eurer Wer hat Tat das getan? Erfahren. Sagt es mir. Der Herr ist mit uns! Verdammte Ungläubige! Du kannst dich davon lassen! Ungläubiger! Ich weiß gerade nicht wohin. Ihr werdet mir nicht entkommen! Worum kämpfen Sie wohl? Ich muss jetzt sterben! Komm! Ulto. Fast wäre ich runtergefallen. Nein, 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 jetzt bin ich runtergefallen. Hilfe! Ach, scheiß drauf, ich kämpfe. Du gehörst mir! Komm. Also ist ein Mörder in der Nähe. Was ist hier geschehen? Meine Güte, was ist denn Wo hier Wo bist passiert? Du? Ich weiß, dass du hier bist. Wie tragisch. Möge der Herr gnädig sein. Arme Seele. Allmächtiger. Wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist. Möge der Herr gnädig sein. Was hier wohl passiert ist? Oh nein, was ist passiert? Wer würde nur sagen, Also ist ein Mörder in der Nähe. Was ist vorgefallen? Was ist der armen Seele widerfahren? Wer ist dafür verantwortlich? Oh, was ist das? Noch irgendwo sitzen? Irgendwo anders vielleicht? Oh nein, was ist passiert? Ihr ließet mich rufen, um mich zu sprechen. Majdadin plant eine weitere Hinrichtung. Wir müssen dafür sorgen, dass alles glatt geht. Es ist meine Pflicht zu dienen. Bring das Dokument, das ich dir gab, zu deinem Meister. So weiß er jederzeit, wo meine Männer sind. Und eile dich. Wir können uns keine Verzögerungen erlauben. So wird es geschehen. Ihr habt mein Wort. Gibt es noch etwas? Wir haben Grund zu der Annahme, dass sie in der Stadt sind. Majdadin fürchtet um seine Sicherheit. Für wahr, ich kann es verstehen. Ein Mann in seiner Position hat viele Feinde. Eure Recken werden ihn schon schützen. So Gott will. Wer ist dafür verantwortlich?
Da muss ich weg hier. So. Haltet ihn! Haltet ihn! Ihr werdet mir nicht entkommen! Ich habe ihn! Er ist hier! Geht auf! Ihr könnt nicht fliehen! Oh nee! Was soll's? Der Herr hat dich sowieso verflucht. Ihm wirst du nicht entkommen. Habt ihr den Befehl gesehen? Wir sollen das Gerüst für eine weitere Hinrichtung reparieren. Heute! Ja, es ist das an der westlichen Ecke von Salomons Tempel. Ich wollte soeben dorthin. So viele Tote. Wenn doch nur unser wahrer Herrscher zurückkehren und Gerechtigkeit in diese Stadt bringen würde. Ja, und dieser Tyrann Mashtadin nicht weiter herumstolzieren könnte. Wie? Wie nur konnte es so weit kommen? Alle, die als Statthalter Salahadins vorgesehen waren, haben ein frühes Ende gefunden. Und nun fällt diese Stellung an ihn, der einst nichts als der Schreiber des Emirs war. Welch ein Zufall. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter diesen Unfällen steckte. Psch. Wenn die Wache uns hört, nimmt man uns als Verräter fest. Hingerichtet auf dem Gerüst, das wir selbst errichtet haben. Kommt, gehen wir an die Arbeit. Habt ihr das gesehen? Warum verschwindet ihr nicht und lasst mich in Ruhe? Jetzt holen wir ihn uns. Eiskalt. Schon wie ein echter Assassine sind wir. Informant. Ach, da hinten ist Informant. Den englischen König und sein Heer von Ungläubigen erreichen will. Sie handeln gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen sie zahlen. Seltsam. Warum tut Wo er das? Wo immer sie reiten, hinterlassen sie eine Schneise des Leids. Warum tut sie er das? Sie nennen es einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Wahnsinn? Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Und gleich springen wir da unten voll ins Volk rein. In den Süden zieht der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Salah al-Din reitet so, wir springen weiter. Um diese barbarischen Taten zu rächen. Betet, dass Gott, gepriesen sei sein Name, mit uns sein werde, auf dass er uns den Sieg schenkt. Ja. Gepriesen sei Salah al-Din! Er so. Hat die Kraft gefunden, im Kampf bevor wir weitermachen, werde ich die Folge jetzt einmal beenden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir was da, passt auf euch auf und bis dahin, Freunde. Ciao, ciao!